Dortmund gegen Freiburg am dritten Spieltag. Das gab es auch schon in der Saison 93-94. Und ja, mein Kopfball war knapp hinter der Linie. Ausverkaufte Hütte am 21. August 1993. 42.800 Zuschauer sehen das 0:1 durch Rodolfo Esteban Cardoso vom Elfmeterpunkt. Nach der Pause dieser Freistoß von Maximilian Heidenreich 0:2. Und der BVB? Der bäumt sich auf, im wahrsten Sinne. Karl-Heinz Riedle macht sein erstes Tor für den BVB, natürlich per Kopf. Leider muss er mit Kreislaufproblemen später raus. Für den 2:2 Ausgleich sorgt der Kapitän persönlich, Michael Zorc. Und ja, der Ball war hinter der Linie. Und dann? Dann kommt das Auge von Stefan Schapüser für Matthias Sammer. 3:2. Eskalation überall. Gut, außer bei Admar Hitzfeld. Also doch noch ein Heimsieg. Doch noch dürfen sich alle Borussen in den Armen liegen. Und was gibt das diese Saison?